Herzlich willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, dein Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Heute kommt der Podcast mal an dem Donnerstag. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Und zwar, weil ich am Dienstag bei der zweiten Nachkontrolle für meine OP war, bei meinem plastischen Chirurgen Dr. Matej. In dieser Episode werde ich am Anschluss auch ein Interview anfügen, das ich am Dienstag mit meinem Chirurgen aufgenommen habe, wo ich auch ein paar Fragen von ihm beantworten lasse, die ich von euch per E-Mail bekommen habe oder auch per Instagram. Ich werde jetzt noch gleich kurz ein bisschen darauf eingehen, wie es mir jetzt ergangen ist, jetzt zwei Wochen nach der OP, wie die Wundheilung verlaufen ist, ein paar Tipps zur Wundheilung und so weiter. Ich habe mir nicht sonderlich großartig Notizen gemacht, sondern werde hier ein bisschen ja freischnauze quasi berichten. Ich werde dann auch in den folgenden Episoden immer mal wieder etwas zu dem Thema sagen. Aber es geht auch demnächst wieder mit den, ich sag mal, normalen Themen hier auf dem Podcast weiter. Also, wie ist es mir ergangen jetzt zwei Wochen nach der OP? Mir geht es absolut fantastisch. Also, das ging es mir auch schon eine Woche danach und jetzt auch zwei Wochen danach alles super. Auch mein Chirurg sagte, meine Wundheilung läuft perfekt ab und da wollte ich einfach mal ein paar Tipps geben, wie ich mich momentan ernähre, wie ich das nach der Operation gemacht habe, damit die Wundheilung besser voranschreitet und so weiter. Ganz wichtig, wenn man so eine OP gemacht hat, so eine Straffungsoperation, es kann auch eine Bruststraffung sein, sonstiges und auch übrigens sonstige andere OPs, von denen man sich jetzt erstmal erholen muss, dann ist es wichtig, dass der Körper nicht zu wenig Kalorien bekommt. Ganz viele Leute machen dann nämlich den Fehler und gehen in diesen Modus über, in diesen Schonmodus und denken sich, oh, ich bin jetzt ja, oh, mein Körper hat jetzt gerade so viel durchmachen muss, dann muss ich jetzt schonen und jetzt esse ich erstmal nur Salat und Suppe und ganzen Tag im Bett liegen, ich muss mir ja Ruhe gönnen und so weiter. Das stimmt so überhaupt nicht. Gerade dann, wenn man zu wenig Kalorien aufnimmt, geht die Wundheilung eben nicht sonderlich gut voran. Der Körper, dem muss einfach signalisiert werden, hör mal, wir haben hier genug Kalorien, du bist jetzt hier nicht irgendwie in einer Gefahrensituation oder sowas, du kannst dich ganz in Ruhe um die Wundheilung kümmern, es ist keine Nahrungsknappheit. Also deshalb auch wirklich, wenn ihr so eine OP hinter euch habt oder irgendeine Wundheilung euch bevorsteht, dann esst ruhig etwas mehr als sonst. Ich esse tatsächlich in einem leichten Kalorienüberschuss. Natürlich nicht so viel, als dass ich jetzt großartig zunehmen würde, aber so viel, dass mein Körper ganz in Ruhe und perfekt die Wundheilung voranschreiten kann. Was ich auch mache, ist jeden Tag genug Protein essen. Das mache ich ja sowieso, aber ich sag mal so 130, 140 Gramm. Ich mache momentan keinen Sport, den darf ich leider nicht machen, natürlich zwei Wochen nach der OP. Und dann erhöhe ich trotzdem meine Proteinzufuhr, die ist auch sehr wichtig für die Wundheilung. Genauso decke ich gerade noch mehr denn je meine Vitamine und Mineralien ab, mit genügend Gemüse natürlich und Obst. Ich bin momentan, ich mache das immer etwas effizient. Meine böse Zungen würden vielleicht das Wort faul auch benutzen, aber ich mache das, ich sage gern effizient, indem ich morgens zum Beispiel einen Smoothie trinke zum Frühstück, wo ich einfach schon ganz viel, wo ich eine Banane reintue, wo ich Spinat reintue, wo ich Beeren reintue, wo ich noch ein bisschen Brokkoli reintue und so weiter, einfach damit ich eine einfache Möglichkeit habe, das ganze Gemüse und Obst schon mal einzunehmen. Da muss ich jetzt nicht kochen die ganze Zeit und so weiter. Also ich schmeiß mir das morgens alles in den Smoothie und trinke den dann als Frühstück, wo ich schon mal meinen Großteil der Vitamine und Mineralien und so weiter abdecke. Das läuft auch soweit sehr gut und die Ernährung ist der eine Teil, also leicht über dem Proteinbedarf, immer noch sehr viel leicht über dem Kalorienbedarf so, immer noch erhöhte Proteinzufuhr und natürlich darauf achten, genug Gemüse und Obst. Die andere Seite der Wundheilung, der Regeneration, ist die Bewegung. Ich sagte ja vorhin schon, viele Leute schonen sich dann sehr viel und es
Natürlich klar, dass man jetzt nicht direkt rauslaufen gehen sollte, schwere Gewichte heben sollte und neue Rekorde beim Marathon aufstellen sollte und so weiter. Natürlich, der Körper muss sich von schwerer Belastung muss der geschont werden. Das heißt aber nicht, dass man bettlägerig ist, dass man keine Schritte machen kann, dass man nicht auch mal einen Spaziergang machen kann oder sowas. Und das hat mein Chirurg mir da auch nochmal bestätigt. Es ist ganz wichtig nach so einer OP, dass man möglichst schnell wieder den Kreislauf etwas in Schwung bringt. Dass man brav auch so ein paar Schritte geht jeden Tag und sich nicht zu viel hinlegt, sich nicht zu viel schont und so weiter. Also notfalls direkt nach der OP habe ich versucht, möglichst wenig zu liegen, sondern quasi schlimmstenfalls zu sitzen. Und ich habe trotzdem schon direkt am Tag 1 nach der OP brav meine Runden gedreht, halt innerhalb der Wohnung. Natürlich bin ich ja jetzt nicht sonderlich weit gelaufen und so weiter, aber ich habe den Kreislauf ein bisschen in Schwung gebracht. Und das habe ich peu à peu erhöht. Am dritten Tag konnte ich dann schon einen kleinen Spaziergang machen mit 15, 20 Minuten. Am vierten Tag dann so eine halbe Stunde und ab dem fünften, sechsten Tag konnte ich dann auch schon wieder so täglich meine 10.000 Schritte machen und das glaube ich auch, dass mir das sehr geholfen hat bei der Wundheilung. Mir geht's wirklich auch nach wie vor noch so, dass ich keinerlei Schmerzen habe. Worauf ihr euch vielleicht einstellen müsst, wenn ihr eine solche Operation machen wollt, eine Straffungsoperation, euch muss bewusst sein, ihr tragt natürlich an den Stellen, wo die Narben sind, längere Zeit Pflaster. Und damit könnt ihr auch nicht ohne weiteres duschen gehen. Das heißt, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr ein oder sogar zwei Wochen nicht duschen gehen könnt. Das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie stinkt oder sowas, sondern da muss man sich halt mit einem Waschlappen waschen. Man nimmt einen Waschlappen, macht ein bisschen Duschgel rein oder sowas. Ich habe mir so pH-neutrales Duschgel geholt und habe mich dann natürlich jeden Tag mit ganz normal gewaschen um die Narben halt herum. Und dann, wenn der Verband gewechselt wird, habe ich die auch nochmal mit Desinfektionsspray behandelt und so weiter und normal mit dem Waschlappen noch abgeputzt und so weiter. Also abgeputzt klingt ein bisschen seltsam, abgewaschen. Und dann funktioniert das auch. Kleiner Tipp: Falls ihr so eine Straffungsoperation macht, dann kauft euch für die erste Nachbehandlung, also für den ersten Nachkontrolltermin, Duschpflaster und gebt ihr eurem Chirurgen. Da kann er euch die nämlich auftragen. Mit denen könnt ihr auch duschen gehen und die halten ungefähr 5-6 Tage. Dann müssen die nochmal erneuert werden. Und das ist noch als kleiner Hinweis. Duschpflaster kaufen, dann könnt ihr auch schneller wieder unter die Dusche. Aber es ist nun mal so, dass wenn man so operiert wird, hat man vielleicht auch noch offene Stellen am Körper. Und deshalb muss man natürlich ein bisschen darauf Acht geben, dass da jetzt nicht irgendwie so aggressives Duschgel drankommt oder sowas. Das ist natürlich nicht sonderlich gut. Deshalb auf jeden Fall mit Duschpflastern arbeiten, mit pH-neutralem Duschgel und dann dürfte da auch eigentlich nichts passieren. Soweit zum kleinen Update. Wie gesagt, nach zwei Wochen geht's mir hervorragend. Ich spiele euch jetzt noch die Tonspur von dem Interview ab, das ich mit Dr. Matej geführt habe. Da werden vielerlei Fragen beantwortet zur plastischen Chirurgie. Auch sowas wie, wenn ich einen Kaiserschnitt hatte, kann ich ja noch eine Bauchdeckenstraffung machen? Kann ich noch stillen, wenn ich mir jetzt die Brüste straffen lasse? Kann ich meine Brüste ohne Implantate und mit Eigenfett dafür straffen? Brauche ich unbedingt Implantate, wenn die Haut an der Brust hängt? Wie teuer ist eine Bauchdeckenstraffung? Und so weiter. Also ganz viele Fragen, die ihr mir gestellt habt im Vorfeld, werden dort beantwortet. Ich werde jetzt also da rein überleiten, nicht wundern. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, dass dieser Podcast endet dann relativ abrupt nach dem Interview, das ihr gleich hört. Bis nächste Woche. Ciao, Tim. Herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Wir sind hier in der Praxisstätte von Medical One und neben mir sitzt der Zauberkünstler, der an meinem Körper gewerkelt hat und über 7 Stunden, glaube ich, eine Bruststraffung durchgeführt, eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberarmstraffung und eine Fettabsaugung an den Hüften. Das ist mein plastischer Chirurg, Dr. Matej von Medical One. Dem konnte ich heute einmal ein bisschen Zeit stehlen, um eure Fragen, die ihr mir auch gestellt habt, per E-Mail, per Instagram und so weiter, zu plastischer Chirurgie zu stellen. Und ich kann schon mal so weit vorweg sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und falls ihr es schaffen könnt, einen Termin bei Dr. Matej zu bekommen, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und ich denke, wir fangen direkt einmal an. Erste Frage lautet: Wie ist das mit den Narben? Bleiben da große Narben zurück? Kann man die bedecken? Wie ist das? Die Narben sind so unauffällig, dass auch bei freiem Oberkörper diese kaum zu erkennen sind. Die werden an den versteckten Körperteilen angelegt und sind nicht zu sehen. Die Narbe der Bauchdecke
ist mit bloßen tragenden Unterwäsche gedeckt. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich habe ja schließlich auch eine Narbe und wenn man die normal, also wenn man die Unterhose normal trägt, dann ist die auch nicht zu sehen. Natürlich, hier handelt es sich um Operationen. Was für eine Art von Komplikationen können da auftreten oder was für Risiken? Es gibt immer so zwei Blöcke der Risiken, die auftreten können. Der erste Block sind die allgemeinen Komplikationen, die bei jedem Eingriff zu erwarten sind oder passieren könnten, wie Infektwundheilung, Störung, Blutung, Schwellung und so weiter und so fort. Das sind so allgemeine Komplikationen. Und der zweite Block der Komplikationen sind ja die speziellen, die auf die bestimmten anatomischen Strukturen, wo die Chirurgie durchgeführt wird, angegrenzt sind. Eine der Komplikationen ist zum Beispiel eine Taubheit der Haut, die direkt postoperativ vorübergehend auftritt. Eine andere Komplikation wäre es die Narbenbildung, wie ich schon mal gesagt habe, die kaum erkennbar ist. Und je mehr die Zeit vergeht, umso weniger man sie sieht. Schwellung, Neigung, Blutergüsse können entstehen, die in den nächsten 2 bis 4 Wochen postoperativ verschwinden. Okay, super. Wie lange muss man im Krankenhaus bleiben nach so einer OP? Ich nehme an, nehmen wir mal Bauchdeckenstraffung, es ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich von je nachdem zu OP. Nehmen wir mal als Beispiel die Bauchdeckenstraffung. Wie lange muss ich da im Krankenhaus bleiben? Grundsätzlich und regelmäßig bleiben die Patienten im Krankenhaus nur eine Nacht. Am nächsten Morgen sind die alle so fit, dass man sie entlassen kann. Ja, das kann ich auch bestätigen. Da hatten ab und zu wird da Sorge geäußert, aber das ist, man ist da wirklich nicht bettlägerig oder sowas, dann kann man auch wirklich schon am nächsten Tag raus. Das ist auch kein Problem, kann ich auch so bestätigen. Das war bei mir auch nicht anders und es war auch überhaupt nicht schlimm. Sie haben jetzt eine ganz wichtige, mal ganz kurz einen Hinweis, einen wichtigen Satz gesetzt. Die Mobilisation, die frühe Mobilisation ist A und O. Wenn alles in Ordnung ist, wenn der Patient kreislaufmäßig stabil ist, das allererste, was er machen soll, ist mobil zu bleiben, ja. Aufzustehen, laufen. Genau, nicht zu viel zu liegen, nein. Schlimmstenfalls zu sitzen und dann auch schon mal brav seine paar Runden drehen, wenigstens ein paar Schritte. Ja. Dann eine Frage, die auch sehr häufig kam, war, wenn ich jetzt hängende Haut an mehreren Stellen habe, sagen wir mal Beine, Bauch, Po oder sowas oder auch deine Brust, macht es dann Sinn, das irgendwie alles in eine OP zu legen? Spare ich mir dadurch Geld oder steigt das Risiko? Wie sieht das da aus? Macht das da Sinn, wenn ich zum Beispiel in einer Schwangerschaft und größere Gewichtsabnahme an mehreren Stellen hängende Haut habe, sollte ich das in einer OP vereinen? Also wir kombinieren gerne die Eingriffe, die sinnvoll kombinierbar sind. An der ersten Stelle, ganz, ganz vorne dran, steht die Sicherheit des Patienten. Wenn ich einschätzen kann, dass die Änderungen, die notwendig sind, chirurgischerseits zu machen, eine gewisse Zeit nicht überspringen und ich dann in eine gewisse Zeit mit chirurgischen Maßnahmen so weit kommen kann, dass ich dem Patienten an verschiedenen Körperstellen helfen kann, dann tue ich es alles in einem. Ist der Ausmaß eines Eingriffes zu groß? Es kann natürlich sein, dass bei exorbitanten Bauchdeckenplastiken nur die Bauchdeckenplastik gemacht wird. Und in einer zweiten Sitzung, in einer dritten Sitzung dann die anderen Körperteile. Meistens ist das so, dass bei Body Shaping, nennen wir das, also bei der Formung eines Körpers nach dem Gewichtsabnahmen bei den jüngeren Leuten, mehrere Eingriffe angereiht werden können, sodass man dann schneller wieder fit und gesund wird. Das ist also immer so ein bisschen abhängig davon, wie ist die Ausgangslage, wie ist der Gesundheitsstand und so weiter. Alter, sagten Sie ja. Genau. Sonst ist es aber, wie Sie sagten, auch prinzipiell möglich. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das heißt so was wie Mommy Makeover extra für so Mütter zum Beispiel nach der Schwangerschaft, die zum Beispiel hängende Brust haben und hängenden Bauch und so weiter. Das kann man dann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, auch in einer OP durchführen. Dann ist noch die andere Frage, spart man sich dadurch Kosten, wenn man alles in eines legt? Auch. Ja. Das ist nicht die primäre Faktor, das ist ja für viele natürlich ein gewisser Anreiz zu fragen,
Herr Doktor, wie könnte ich noch diese oder jene Körperteilung dazu legen, dass das auch im Rahmen der Möglichkeiten bleibt und auch letztendlich auch die Kosten nicht zu exorbitant werden? Müssen Sie sich jedes Mal vorstellen, wenn der Patient neu operiert, zu neuer Operation kommt, kommen die Kosten der Narkose und des Aufenthaltes auf einen zu, die dann natürlich durch einen Eingriff wiederum im Rahmen des Möglichen und unter Berücksichtigung der Sicherheitsfaktoren dann gemacht werden kann. Ja, sehr gut. Auch noch, was viel interessiert hat, ist, wie lange dauert denn so eine vollständige Heilung nach der OP? Eine Wundheilung dauert etwa 14 Tage. Der Patient muss sich aber 4 bis 6 Wochen mindestens von den groberen, größeren körperlichen Einstrengungen, Belastungen schon. Okay, ja, das ist bei mir auch so. Fitnessstudio, auch eins meiner großen Hobbys, da muss ich jetzt leider erstmal pausieren, ja. Aber das ist nun mal so. Das kommt ja wieder, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ist das irgendwo gedeckelt, sagen wir mal, dass man ab irgendeinem Alter keine Straffungsoperationen mehr durchführt, sagen wir irgendwie 60 plus oder sowas, oder wie ist das? Nein? Das ist definitiv nicht. Wenn Sie wissen möchten, meine älteste Patientin, die auch eine Money Makeover machen ließ, war 67, 76. Also definitiv nicht zu spät. Ein großes Thema auch ganz klar sind, ja, sind Schmerzen nach der OP. Wie intensiv hat man Schmerzen? Wie lange hat man Schmerzen? Wie kann man die behandeln? Also erstaunlich ist, dass die Schmerzen postoperativ, der Schmerzpegel postoperativ erstaunlich niedrig ist. Das können Sie, glaube ja. ich, weitgehend auch bestätigen. Die Operationsmethode, die wir verwenden, ist ja sehr gewebeschonend und dementsprechend ja auch wenig schmerzhaft. Definitiv ist ein Wundschmerz postoperativ zu erwarten und eine Art Muskelkater-ähnlicher Schmerz, der an der Bauchdeckenplastik im Oberarm und so weiter in der Muskulatur zu verspüren. Ist aber ein stärkerer Schmerz, den man mit Schmerzkiller behandeln muss, ist kaum zu erwarten. Ja, da kann ich auch natürlich aus Erfahrung sprechen. Ich bin gerade 2 Wochen nach der OP. Es war so, an dem Tag, wo ich operiert wurde, habe ich ein Schmerzmittel bekommen. Und sonst habe ich danach, glaube ich, ein Ibuprofen genommen auf Anraten der Schwester. Die hätte ich auch nicht nach meinem Empfinden gebraucht. Die hat gesagt, nehmen Sie die ruhig mal, damit Sie besser schlafen können und so weiter. Und einfach so Schmerzen hatte ich wirklich so gut wie gar nicht. Jetzt so ein, zwei, drei Tage nach der OP. Klar, wenn man jetzt irgendwie Druck darauf ausübt oder sowas, dann merkt man das mal. Aber auch das sind keine großen Schmerzen. Also ich muss auch sagen, war ich auch überrascht, aber Schmerzen wirklich so gut wie gar keine. Das stimmt. Die Frage nach der Brust-OP war auch eine große. Einerseits übernimmt sowas die Krankenkasse theoretisch und andererseits, wie ist der Kostenpunkt bei einer erschlafften Brust? Jetzt muss ich Sie mir noch helfen, worüber sprechen. Erschlaffte Brust bei Männern oder erschlaffte Brust bei Frauen? Gute Frage. Vielleicht erstmal die Frauen und nachher können wir über die Männer sprechen. Also meistens ist es so, dass eine erschlaffte Brust bei Frau imprimiert ja auch eine Anlage eines Implantates, um eine gewisse Festigkeit der Brust zu erlangen. Bei manchen Damen ist alleinige Straffung an sich, die genug Volumen haben, ausreichend, um diesen Volumen zu erreichen, der da auch postoperativ gewünscht ist. Geht die Preisschere jetzt, was die Operationen angeht, ob die Implantate dann mit benutzt werden, ob nur eine Straffung gemacht wird oder Straffung mit Vergrößerung, ziemlich auseinander. Aber grob befinden wir uns in einem Rahmen zwischen, sagen wir so, 7.000 bis 9.000 Euro. Okay. Und bei den Männern, wie ist das da? Bei den Männern ist so, ähnlich zu differenzieren, wir haben bei männlichen Gynäkomastien, bei männlichen Brüsten, die erschlafft sind, eine Pseudogynäkomastie, sogenannte, die dann nur mit
Fettabsaugen, Liposuktion zu bewältigen ist und wunderschöne Ergebnisse zu erzielen sind, und eine, wo man noch chirurgisch tätig sein muss, wo man die Drüse selbst, im Falle, dass sie vergrößert ist, entfernen muss. Und auch in diesem Fall ist es auch ein Unterschied im Preis, in der Preisgestaltung zwischen alleinige Liposuktion, die kommt auf die Menge an, aber irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro sich bewegt, und eine Kombi-Operation mit einem chirurgischen Anteil, die dann auch zwischen 5.500 Euro hochkommen kann. Okay, eine Frage, die mir gerade noch ins Auge gestochen ist. Bei den Brustoperationen für die Frauen gibt es einmal die Möglichkeit mit Implantaten, einmal sagten Sie auch einfach nur Straffung, wenn genug Restvolumen in der Brust übrig ist quasi. Ist das auch mit Eigenfett möglich, zum Beispiel aus anderen Körperstellen die Brust aufzufüllen? Das ist definitiv möglich. Da muss man natürlich ganz was anderes berücksichtigen. Ein freies Fetttransfer ist nur dann sinnvoll, wenn man eine Brustvergrößerung erreichen möchte. Eine Vergrößerung, die vielleicht maximal um eine Körbchengröße, erreicht. Das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist, dass bei einem freien Fetttransfer 40-50% des transferierten Fettes verloren geht, nicht angenommen wird. Das heißt, also die Damen müssen damit rechnen, dass eine Revision, eine nochmalige Operation in vielen Fällen notwendig wird. Ah, okay, also damit erhöhen sich auch die Kosten, und so muss man dann auch irgendwo zwischen Implantate, was die auch gewisse Komplikationen an sich bringen, und auf der anderen Seite Eigenfetttransfer muss man dann entscheiden in einem persönlichen Gespräch, wie es gerade einem passt. Okay, also die Damen merken schon, das ist gerade im Bereich der Brust, gibt's da, ist das sehr individuell. Das heißt, am besten einfach mal einen Beratungstermin vereinbaren. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, das gilt jetzt für alle Frauen oder sowas. Es kommt sehr auf die Brustform an, sehr auf die Wünsche und so weiter. Also da muss man einfach mal zum Beispiel mit Dr. Matthijs sprechen. Wie sollte denn mein gesundheitlicher Zustand bzw. mein Gewicht sein, bevor ich mich so einer Bauchdeckenstraffung unterziehe? Sollte ich nahe meinem Wunschgewicht sein oder? Genau so ist es. Also ich bin sicherlich immer froh, wenn ein Patient zu mir kommt mit einem BMI, Body Mass Index im Normbereich. Mhm. Da sage ich, okay, das ist jetzt ein normgewichtiger Patient, der unheimlich viel getan hat für seine Figur und wo dann ein Body Shaping dann angesagt ist. Es gibt aber viele Damen und Herren, die sich dann weit außerhalb dieser Body Mass Index Norm wohlfühlen und wollen eigentlich diese Körpergestalt nicht unbedingt verändern, außer die Stellen, die sie als Makel oder als störend empfinden. Und dann werden natürlich gezielt nur an diesen Stellen gearbeitet. Okay. Dann auch noch nach der Bauchdeckenstraffung. Wie ist das denn, wenn ich danach zum Beispiel nochmal 10, 15 Kilo abnehme? Besteht die Gefahr dann, dass ich irgendwann, oder wenn ich nochmal zunehme, besteht die Gefahr, dass ich nochmal hängende Haut entwickle, wenn ich nicht auf mich aufpasse? Muss man, da steckt schon drin, man sollte natürlich auf sich aufpassen. Aber wie ist das? Also wie ist das? Kann dann nochmal die hängende Haut entstehen? Ja, das kann durchaus passieren. Aber gerade haben wir gerade das Thema sich wohlfühlen und dann ein Steady-State-Gewicht und eine Körperstabilität erreicht haben, bevor man zur Operation kommt. Also ein Wunschgewicht, eine Wunschkörperform, auch ein BMI, wenn man es unbedingt danach sich steuert, soll erreicht werden, bevor man zur Operation kommt. Weil nach der Operation soll eigentlich das mitgebrachte Gewicht weitergeführt werden. Warum sage ich das? Weil wir formen einen Körper zu der Anatomie, die uns zum Zeitpunkt der Operation gebracht wurde. Und wenn diese Anatomie dann in postoperativen, in welche Richtung auch nach oben oder nach unten verlassen wird, Zunahme, Abnahme, verändern sich auch natürlich die
das Ergebnis. Ja, also sehe ich auch definitiv so. Also es ist keine gute Idee, irgendwie jetzt zu sagen, ich mache eine Bauchdeckenstraffe und dann habe ich noch 4 Wochen und dann nehme ich nochmal 10 Kilo ab oder sowas. Ich bin eigentlich noch gar nicht an meinem Wunschgewicht dran oder sowas. Also es ist doch ganz logisch. Klar, wenn ich danach wieder zunehme und nicht auf mich aufpasse, wieder 30 Kilo zunehme, dann hilft auch so eine Bauchdeckenstraffung davor nicht. Das heißt, da muss man auf sich aufpassen und sei es das Gewicht natürlich idealerweise vielleicht auch davor schon ein bisschen was gehalten haben. Also ich denke, das ist auch ganz logisch. Wie lange dauert denn eine OP? Sagen wir mal, wie lange dauert eine Bauchdeckenstraffung? Und nehmen wir mal an, wir sagen sowas wie ein Mummy Makeover, das ja auch, oder ein unteres Bodylift oder sowas, dass so 2, 3 OPs in einem sind, was ja beliebte Operationen sind. Also dieser Terminus Mummy Makeover beinhaltet so einiges, was man unter diesem Oberbegriff hineinpacken kann. Aber jetzt ein klassisches Mummy Makeover kann, je nachdem wie groß das Team ist, das diese Operation durchführt, mit einem Assistenten, kann es durchaus 5 bis 6 Stunden Zeit kosten. Und eine Bauchdeckenplastik, wenn sie gut vonstatten geht, ist dann eigentlich zwischen 1,5 Stunden und 2 Stunden fertig. Das kommt also auch so ein bisschen drauf an. Ich glaube, Sie meinten damit auch gerade so, das Mummy Makeover, das ist jetzt nicht eine Operation, die für alle Frauen gleich sind, sondern man guckt vielleicht, der Chirurg schaut sich an, welche Bereiche sind erschlafft, welche müssen man behandelt werden. Und das sind dann vielleicht zwei, das sind dann vielleicht Brust, Bauchdecke und... manche brauchen Liposuktion im Rücken und Liposuktion der Flanken mit einer Bauchdeckenplastik. Manche brauchen einen Bodylift, der sich dann auch mit anschließt, was auch wiederum eine... relativ komplizierte in der Ausführungssache ist, nimmt natürlich unheimlich viel Zeit. Also diese Begriffe fallen unter meinem Makeover. Okay. Gut, dann auch noch die Frage, wie sehen denn, sagen wir mal, die ersten 3 Wochen nach so einer Operation aus? Ist man da krankgeschrieben? Wann kann man wieder zur Arbeit gehen? Wann gehen die Schwellungen zurück? Wann darf ich Sport machen und so weiter? Also was die Arbeitsunfähigkeit angeht, da es sich um eine meistens nicht medizinisch indizierte Operation handelt, und das ist diese Zauberwörtchen nicht medizinisch indiziert, das heißt ästhetisch indiziert, wenn die Kasse das nicht trägt, ist dann auch nicht unter Arbeitsunfähigkeit zu unterjubeln. Deswegen machen wir grundsätzlich so, dass wir mit unseren Patienten besprechen, dass die Operationen, die nicht den ästhetischen Background haben, entweder im Freizeitausgleich bzw. Freizeit ausgeglichen werden zu Hause, oder man findet eine andere Möglichkeit, aber eigentlich offiziell nur unter Freizeit. Okay, dann habe ich noch 2 Fragen. Die beide, beziehungsweise sagen wir mal so, einmal, wie ist das bei einer Brustoperation? Kann ich danach noch stillen oder sollte der, ja, okay, das ist also kein Problem. Okay, gut, dann ist die Frage schnell beantwortet, das geht. Und was ist mit dem Kinderwunsch und der Bauchdeckenstraffung? Kann ich danach noch schwanger werden? Sollte ich danach abwarten? Kein Problem. Auch kein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja zu bewundern. Aber viele meiner Patientinnen, die sich dann den überschüssigen, lästigen Lappen befreit haben, werden die schwanger. Okay. Ja gut, na klar, da fühlt man sich vielleicht auch wieder besser. Ja. Näher muss man da ja nicht drauf eingehen. Okay, gibt es, hier vielleicht noch eine Frage, die sehe ich gerade noch, gibt es noch irgendwelche Langzeitfolgen, Komplikationen oder sowas? Oder? Nein. Eigentlich hier mehr der Zeitpunkt der Operation hinter einem liegt und man sich dann in Wochen nach vorne bewegt, umso agiler, mobiler, lebenfreudiger wird einer und beweglicher, und insofern, das ist eigentlich ein reiner Gewinn, wirklich. So eine Lebensfreude empfindet man unheimlich, das können Sie, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall. Indem, dass man sich dann des lästigen, überschüssigen, unnötigen Hautlappen befreit. Ja, definitiv, das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Okay, ich denke vielleicht noch, Zeit für eine Frage hätten wir vielleicht noch. Ist so eine Operation auch möglich, wenn zum Beispiel vorher ein Kaiserschnitt gemacht wurde oder wenn andere Operationen schon, also gehst du mal von der Bauchdeckenstraffung aus, wenn andere Operationen im Bereich des Bauchreiches schon erfolgt sind, wenn da schon Narben liegen?
Das ist eine sehr gute Frage und so allgemein nicht zu beantworten, weil in der Tat, wenn eine schwere Bauchoperation davor lag, mit schweren, langen, gekreuzten Narben im Bereich der Bauchdecke, ist eine Hebung der Bauchdecke obsolet. Das kann man nicht machen. Da musste man natürlich dann in solchen extrem seltenen Fällen zu einer anderen Option greifen, je nachdem, wie die lokalen Verhältnisse sind. Aber das ist eine gute Frage. Man kann nicht immer, aber sehr häufig behilflich sein. Wie ist das vielleicht? Ich denke, dass das Szenario, das am öftesten auftritt, ist der Kaiserschnitt. Können Sie dazu was sagen? Ist das der Kaiserschnitt ist gar kein störender Faktor. Der Kaiserschnitt liegt sehr tief, direkt praktisch in den Mons Pubis Bereich, also in den tiefen Mutterbauch, und ist eigentlich eine Grenze, wo wir auch unsere Bauchdecknarbe setzen. Insofern ist es keine Störung für den Bauchdeckpass. Okay, das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht für die ganzen, für viele Damen mit Kaiserschnitt, denke ich mal. Super, das wären alle Fragen, die ihr mir so reingeschickt habt per E-Mail und Instagram. Ich hoffe, ihr habt jetzt wesentlich mehr Informationen dazu. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Dr. Matej. Ja, sehr gerne. Und falls ihr euch auch für solche Straffungsoperationen interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei Medical One vorbei. Da könnt ihr einfach auch mal einen Beratungstermin vereinbaren. Wie gesagt, falls ihr die Chance habt, bei Dr. Matej einen zu bekommen, kann ich das nur empfehlen. Bin sehr, sehr zufrieden meiner Chirurgenwahl. Und viel Erfolg noch beim Abnehmen, bei den Straffungsoperationen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.